Ganz herzlich willkommen. Freue mich, dass noch ein paar Leute da geblieben sind. Entschuldige mich auch, dass wir das auf Deutsch machen. Das war ursprünglich auch mal auf Englisch angekündigt. Das war ist dem geschuldet, dass wir jemand anders erst haben wollten, der aus kurzfristigen Gründen uns nicht über die Situation aus Vietnam berichten wollen kann. Und jetzt haben wir ihn aber. Und ich würde aber eingangs kurz noch mal das Wort an Johannes Seibel, meinen Kollegen von Missio, übergeben, weil diese Veranstaltung, dieses Panel heute, das wir auf der Republika gemeinsam machen, ist Teil einer Kampagne, die Reporter ohne Grenzen zusammen mit Missio macht. Und Johannes Seibel erklärt euch noch mal kurz, warum wir das machen, bevor wir dann ins Gespräch kommen. Ja, hallo, einen guten Tag. Mein Name ist Johannes Seibel von Missio. Wir sind ein katholisches Hilfswerk, das die Kirche in Asien, Afrika und Ozeanien unterstützt. Und wir haben festgestellt bei der Beschäftigung mit Vietnam, dass in Vietnam sehr viele Blogger katholisch sind und sehr viele katholische Blogger auch im Gefängnis sind. Das hat uns dazu geführt, bei Reporter ohne Grenzen anzufragen, ob sie gemeinsam eine Kampagne mit uns starten würden. Herr Mir hat zugesagt. Und so haben wir die Kampagne für Nguyen Van Ly, einen katholischen Priester und einen Blogger, der inhaftiert ist, gemeinsam gestartet. Die zweite Botschaft, die wir damit aussenden wollen, ist die, dass Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit unteilbar zu den Menschenrechten gehört. Wer sich für Meinungsfreiheit einsetzt, muss sich auch für Religionsfreiheit einsetzen. Und wer sich für Religionsfreiheit einsetzt, muss auch Meinungsfreiheit unterstützen. In dem Sinne freue ich mich, dass wir hier gemeinsam auftreten können. Und ich freue mich auf das und bin sehr gespannt, was diese Runde ergibt. Ja, danke, Johannes Seibel. Einen praktischen Hinweis. Also meine Alltagserfahrung war, dass in meiner Bubble auf Facebook und Twitter ich hier nicht so viele Leute habe, die Vietnamesisch können. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Mehrheit hier kein Vietnamesisch kann. Und da wir nur eine halbe Stunde Zeit haben, machen wir es so effektiv wie möglich. Und unser Gast aus Vietnam, Nguyen Thanh Huy, wird vor allen Dingen jetzt mit dem Dolmetscher reden. Und er dolmetscht simultan, damit wir möglichst viel auch erfahren. Und ich möchte gerne Nguyen Thanh Huy kurz vorstellen. Er ist ein Blogger aus Vietnam, der hier in Deutschland im Exil lebt. Er betreibt seit 2005 unter dem Namen Nguyen Bun Nguyen Windhändler übersetzt den zeitweise beliebtesten Blog seines Heimatlandes Vietnam. Und er dokumentiert dort Menschenrechtsverletzungen, organisierte 2011 auch Protestaktionen vor Haftzentren und betreute auch immer wieder die familienpolitisch Verfolgte. Und er ist mit einem Stipendienprogramm nach Deutschland gekommen und ist jetzt mittlerweile hier im Exil. Mein Name ist Christian Mir, ich bin Geschäftsführer bei Reporter ohne Grenzen und nach ganz wichtig ist auch Pham Van Thanh, unser Dolmetscher, der vom Vietnamesischen ins Deutsche und umgekehrt für euch dolmetschen wird. Nguyen Thanh Huy, warum sind Sie in Deutschland? Ich bin in Deutschland gekommen, folgend also der Einladung der PEN, Organisation von Deutschland. Dieses Programm ist also für Exil-Schriftsteller. Die Schriftsteller, die also in ihrer Heimat verfolgt sind. Mhm. Und seit wann sind Sie hier in Deutschland? Ich bin seit April 2013 hier in Deutschland. Und Sie haben jetzt hier Asyl oder was für einen Status haben Sie? Ich bekomme immer noch also Stipendium von Japan und meine Aufenthalt wird jährlich verlängert. Ja. Und Sie schreiben ja bis heute einen Blog, einen sehr einflussreichen Blog, auch aus Deutschland. Können Sie ein bisschen was zu dem Blog sagen? Was sind Themen des Blogs? Mein Blog wird also zurzeit von 50.000 also Leute verfolgt. Das heißt, ich habe also 50.000 Followers. Wöchentlich schreibe ich drei Artikel.
Für jede meiner Veröffentlichung bekomme ich zwischen 100 bis 200 Beurteilungen oder Meinungen. Die Themen, die ich schreibe, kümmern sich also um die Menschenrechtsverletzung in Vietnam. In der Zeit in Deutschland habe ich auch also drei Bücher geschrieben und zwei meiner Bücher wurden schon gedruckt. Dieses Buch wird also in Englisch geschrieben und dieses Buch also wird geschrieben über die Verfolgung der Bloggers in Vietnam. Ich bin selbst ein Blogger. Ich wurde mehrmals also festgenommen, inhaftiert. Meine technischen Einrichtungen also wurden beschlaggenommen und sichergestellt. Das sind die also Befehle von der Polizei und von der vietnamesischen Regierung. Das ist auch Durchsuchungsbefehle von der vietnamesischen Regierung. Mehrmals also wurde ich also festgenommen und jedes Mal bekomme ich also diese Vorladungen oder diese Befehle. Und was wirft man Ihnen vor? Wenn Sie eine Vorladung bekommen, dann muss man Ihnen ja in Vietnam Vorwürfe gemacht haben. Was sind die Vorwürfe in Vietnam? Also man beschuldigt mich, dass ich also den Artikel 258 der vietnamesischen Strafgesetzes verstoßen zu haben. Das ist Artikel also 258. Und was haben Sie geschrieben, was sind Themen, die vietnamesische Regime provoziert hat? Mit welchen konkreten Vorfällen haben dazu geführt, dass Sie das Land am Ende sogar verlassen mussten? Über die Verfolgung, über die Verletzung der Religionsfreiheit, der Meinungsfreiheit. In Vietnam will man nicht, dass die Kirche also ganz normal sich entwickelt, das will man nicht. Die Regierung versuchte, ihre Leute in die Kirche einzuschmuggeln und also die wollten immer Grundstücke also der Kirche zu entnehmen, wegzunehmen. Es gibt also viele Blogger also von der Kirche, die diese Verletzungen beurteilt und die wollen also die Grundstücke der Kirche zurückhaben. Ich begleitete also diese Blogger. Es gibt auch viele katholische Blogger, die festgenommen sind. Ich wurde auch festgenommen, aber ich glaube, die katholischen Blogger wurden also vorrangig festgenommen. Diese anderen Blogger, das heißt diese katholischen Blogger, bekamen mehrjährige Inhaftierungsurteile. Ich wurde mehrmals festgenommen, aber nach also ungefähr 10 bis also 15 Tagen, dann war ich schon also entlassen. Können Sie noch mal was dazu sagen? Johannes Seibel hatte ja eingangs gesagt, warum Reporter ohne Grenzen und Missio diese Kampagne machen. Reporter ohne Grenzen ist ja keine kirchliche Organisation und ich war selber ehrlich gesagt überrascht, dass so viele katholische Blogger in Vietnam inhaftiert sind, was mir bis dahin überhaupt nicht klar war. Was ist das, was in Vietnam vor allen Dingen das vietnamesische Regime an dem Katholischen so provoziert, an katholischen Bloggern? Fast alle Blogger, die wir als Reporter ohne Grenzen auf unserem Barometer der Pressefreiheit, was wir täglich auf unserer Webseite aktualisieren, sehen, das sind tatsächlich katholische Blogger. Was ist das, was provoziert? Das Medium, dass man darüber spricht, Blog, die katholische Kirche selber?
Die katholischen Blogger, die haben also katholische Moral. Die haben Glauben. Und die Glauben der Katholiken in Vietnam ist sehr, sehr stark. Und die sind also sehr, sehr arrangiert. Auf diesem Grundlage, dann hat man also viel über die Wahrheit geschrieben. Die Regierung in Vietnam ist also kommunistisch und die will die Wahrheit nicht haben. Die hasse die Direktheit, die Offenbarkeit der Katholiken. In Vietnam, wie muss ich mir das vorstellen, ein Blogger in Vietnam zu sein? Vietnam ist eine sehr harte Diktatur. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen ist Vietnam auf Platz 175. Die Kontrolle von Informationen findet die vor allen Dingen durch Zensur statt. Das heißt, dass Webseiten, Blogs blockiert werden, dass Inhalte gelöscht werden müssen. Oder ist es vor allen Dingen Überwachung, dass sie überwacht werden und sie dann später inhaftiert werden? Nein, es gibt also für diese Blogger keine Zensuren. Die Blogger, die die Wahrheit schrieben, wurden verfolgt. Und die werden Nachteile bekommen. Zunächst werden sie also vielleicht ihre Arbeit verlieren. Das heißt also, ihre Rechte, eine Arbeit auszuüben, werden beraubt. Und danach bekommen sie also Ausweisungen aus ihrem also Wohnort. In Vietnam gibt es also Gesetz über Familienbuch und die werden kontrolliert und von ihrem Wohnort ausgewiesen. Und wenn diese Leute also immer noch schreiben oder in intensiver schreiben, dann werden sie zur Polizei vorgeladen. Es wird also vorgenommen und es wird gedroht. Und also die Leute werden also wurden gesagt, dass sie also nicht mehr schreiben sollen. Nach diesen Vernehmungen, wenn diese Leute immer noch schreiben, dann werden also diese Leute also überfahren von der Polizei. Aber diese Polizei sind also als ganz normale Bürger also getarnt. Sie werden geschlagen, sie wurden verletzt und zur Klinik gebracht. Und danach, dann werden sie vielleicht inhaftiert. Und erfahren Sie aber auch, Sie haben jetzt ja vor allen Dingen Bedrohungen offline beschrieben, die wegen der Veröffentlichung auf dem Blog passieren. Gibt es auch Online-Bedrohungen, dass Sie online direkt sozusagen angegriffen werden? Ja, natürlich. Ja. Wir bekamen also Mitteilungen. Man droht also und dass also man uns schlägt. Und auch unsere Familienangehörige werden auch also gedroht. Und ich würde gerne noch mal ein bisschen ein Verständnis dafür bekommen, wie die Blogosphäre funktioniert in Vietnam. Sind das vor allen Dingen viele einzelne Blogs, die auf bestimmten Plattformen laufen? Sind Facebook, sind Twitter Plattformen, die für den Vertrieb wichtig sind, für die Verteilung? Wie erreichen Sie diese ungeheuer große Zahl an Menschen, die Sie vorhin beschrieben haben? Meistens also sind wir also Einzelkämpfer. Die Blogger schreiben über die Situation also von ihrem Wohnort. Es gibt auch also professionelle Blogger. Zum Beispiel ich.
Ich ging auch also zu anderen also Wohnorten, zu anderen also Gegenden und ich schrieb also über die Situation also von verschiedenen also Örtlichkeiten. Und haben Facebook und Twitter oder andere Social Media Plattformen eine Bedeutung? In Vietnam also benutzen viele Leute Facebook. Und auch diese Social Media Kanäle, Facebook ist auch nicht blockiert. Facebook wurde nicht blockiert. Denn also es gibt also in Vietnam viele ausländische Unternehmen, die also Facebook benutzen und deshalb ist es also schwierig, diese Facebook zu blockieren. Aber also man benutzt also verschiedene Methoden. Es gibt also Leute, die über diese Facebook berichten. Über Inhalte also Facebook werden also der Regierung mitgeteilt. Und wenn also viele also schlechte Nachrichten, also Berichten über bestimmte Facebook also geschrieben wird, dann wird dieser Facebook also gesperrt. Oder es wird also gehackt, also mit Virus. Facebook wird gesperrt, das habe ich richtig gehört. Ja, Facebook. Jetzt sind Sie hier im Exil in Deutschland. Fühlen Sie sich hier sicher? Ich fühle mich sicher. Im Vergleich also mit dem, was ich in Vietnam erlebt habe, wenn ich also in Vietnam also meine Wohnung also verließe, dann sehe ich also 5, 6 bis 7 Polizisten, die auf mich passen und sehr bedrohlich. Aber hier gibt es sowas, also mir sowas nicht. Und ich fühle mich sicher. Obwohl ich also viele Informationen über Terror, Christen also gehört habe, aber trotzdem fühle ich mich also hier sehr sicher. In Vietnam werden wir also tagtäglich bedroht, verfolgt. Wir sind also alltäglich, also das heißt, wir sind also allmählich getötet. Und es ist also viel schrecklicher, als also wenn man gleich getötet wird, umgebracht wird. Das heißt, Ihr Blog wird aber auch weiterhin in Vietnam gelesen, auch wenn Sie den jetzt von Deutschland betreiben. Nein, also mein Blog also wird in Vietnam gesperrt und das heißt, die Leute in Vietnam, wenn sie meinen Blog lesen möchten, dann müssen sie also über Firewall überspringen, sozusagen. Deshalb muss ich auch also Facebook benutzen. Und, also 50.000 Leute also haben sich registriert, also um Facebook also zu verfolgen. Aber ich glaube schon, dass also diese Zahl ist also viel geringer als also die Summe der Leute, die also meine Veröffentlichung lesen. Wir haben jetzt doch von Sperren auch und Blockaden geredet und erzählt. Wie ist in der vietnamesischen Blogger-Szene, der Netzaktivisten-Szene das Bewusstsein auch für Umgehungslösung, Zensurumgehung? Sie haben jetzt Firewalls sozusagen angegeben. Ist das sehr ausgeprägt? Meinen Sie Facebook oder Blogs? Auch der Blog, der ja gesperrt ist. Blogs, ja. Also alle Webseiten. Ja, das heißt, also Blogs wurden also geblockt, gesperrt, aber Facebook nicht. Ja.
Genau, aber wie kann man, man kann ja auch gesperrte Webseiten umgehen. Ist das Bewusstsein in Deutsch, in Vietnam? Also in Facebook wird auch so Methode mitgeteilt, also wie man diese blockierte oder gesperrte Blogs oder Websites lesen kann. Obwohl ja, okay, wir haben jetzt noch knapp 5 Minuten Zeit und wenn es noch Fragen von euch gibt, dann würde ich gerne auch euch auch noch die Möglichkeit geben, vielleicht ganz kurz Fragen, die in den 5 Minuten zu stellen. Gibt es aus dem Publikum Fragen zu Vietnam? Irgendwo weiter hinten. Ja, eine Frage hier vorne. Wahrscheinlich einfach Hallo? Reden. Ja. Ich möchte gerne fragen, das gibt auch noch auf der anderen Seite von der vietnamesischen Regierung auch Blogger, die dagegen die andere Seite berichten, also komplett andere Sichten von über Aktualität in Vietnam berichten. Welche Auswirkungen haben diese Blogger auf ihre Arbeit, auf Herr Bui Arbeit? Also ein Funktionär so von der Hanoier Regierung sagte, sie haben also 90.000 Bloggers, die die Aufgabe haben, Propaganda zu machen und unsere Blogs zu stören. Diese Bloggers gehören zu einer so kommunistischen Organisation, so einer Institution der vietnamesischen Regierung. Die verleumden die andere, unsere Bloggers. Es gibt, zum Beispiel, also ich bekomme ein Stipendium von Ben, womit ich also mein Buch schreiben kann. Aber diese Regime treue Blogger, die haben gesagt, sie sagten, also Ben von Deutschland will mich ausbilden zu einem Mensch, der Vietnam terrorisieren soll. Sie haben also sowas geschrieben und ihre Veröffentlichung also wurde ausgedruckt und verteilt in Vietnam. Nicht nur ich, sondern also ein paar meine Freunde werden auch also so fast behandelt. Gibt es noch Fragen? Da hinten noch? Ja. Bitte das Mikro. Wo? Da hinten, ja. Beim Reisen durch Vietnam sind mir sehr, sehr selten immer Printmedien aufgefallen. Also ich habe das Gefühl sozusagen, die Medienlandschaft ist ja komplett gesteuert, soweit ich das verstanden habe auch. Print, aber sozusagen, ich habe das Gefühl, die Leute lesen überhaupt kein Print. Also heißt das, dass Online-Medien in Vietnam eine sehr hohe Relevanz haben? Also auch 90.000 staatliche Blogger ist ja eine immense Zahl. Also wir haben große Hoffnung für auch Internet. Ohne Internet gibt es keine Bloggers und die Regime-Kritiker, also wie wir ohne Internet, dann haben wir keine Werkzeug. Wir haben keine Möglichkeit. Denn also alle Druckmaschinen in Vietnam werden also kontrolliert. Und alle Drucksachen werden kontrolliert. Ohne Internet werden wir ohnmacht sein. Noch eine letzte Frage. Da hinten noch eine letzte Frage. Wird
seitens der vietnamesischen Regierung, wenn man jetzt an die Beispiele eben aus China denkt oder auch den Umgang von russischen Diensten mit oppositionellen Kräften im Ausland, Bloggern oder sonstigen, wird von der offiziellen vietnamesischen Seite kein Druck ausgeübt auf Blogger oder andere kritische Medienvertreter im Ausland? Bitte die Frage noch einmal. Gibt es seitens der vietnamesischen Behörden Druck auf im Ausland lebende kritische Medien oder Blogger, Druck auszuüben, zu drohen oder ich weiß nicht was noch? Ja. Ein Beispiel. Unsere Familie, Angehörige in Vietnam werden also bedroht. Sie werden Schwierigkeiten bekommen. Und also für Blogger, die also außerhalb von Vietnam schreiben, die haben auch also manchmal Familienangehörige oder Kunst oder Häuser in Vietnam und ihre Häuser in Vietnam werden beschmutzt, beispielsweise. Okay, dann sind wir mit der Zeit auch schon durch. Danke ich euch ganz herzlich. Bitte euch aber auch nochmal auf den Webseiten von Reporter ohne Grenzen und Missio auf die Petition durchzuklicken für Nguyen Van Lui, für den wir uns ja einsetzen. Und die Unterschriften, die sammeln wir noch bis September. Und im September wollen wir all die Unterschriften, die wir gemeinsam gesammelt haben, an Bundeswirtschaftsminister Gabriel übergeben, weil der im vergangenen Jahr auch in Vietnam war und für Vietnam auch für dieses Land sehr offen ist. Und wir meinen, man darf mit Vietnam eben nicht nur über Wirtschaftsbeziehungen reden, sondern eben auch Themen wie Informationsfreiheit und Religionsfreiheit. Und deswegen wollen wir Gabriel das übergeben. Und deswegen hoffe ich, dass ihr euch noch zahlreich auf den Webseiten von Reporter ohne Grenzen und Missio eintragt. Und danke euch.